Heute sprechen wir über Entscheidungen. Hast du schon mal im Leben so eine Situation gehabt, dass dir so richtig schwer gefallen ist, eine Entscheidung zu treffen? Vielleicht warst du schon in irgendeiner Phase in deinem Leben, wo du sagst, wie soll ich mich auch entscheiden? Vielleicht waren das zwei Arbeitsplätze, wo du wählen sollst. Vielleicht waren das auch zwei Männer, wo du dich entscheiden solltest. Oder wirklich, ob du jetzt die Stelle annimmst, ob du jetzt diese Wohnung wählst oder ob du umziehst, ja oder nein. Also die Macht der Entscheidung ist wirklich essentiell, wirklich im Leben. Oft ist es so, jeder Erfolg beginnt wirklich mit einer Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung triffst, ja, ich mache das, damit beginnt schon wirklich der erste Schritt zu dieser Entwicklung. Es ist wirklich nicht das Talent, was du hast und was dich wirklich voranbringt, sondern wirklich deine Entscheidung, deine Entschlossenheit. Wenn ich dir jetzt sage, ich helfe dir, deine Ziele zu erreichen und du sagst, ja, ich entscheide mich für diesen Coaching-Programm und ich wage den Sprung, wirklich wirst du merken, dass es wirklich dein Erfolg sein wird. Dein Commitment, deine Zusage, deine Verbindung, dein Ja benötige ich wirklich, damit du wirklich auch weitergehen kannst, dass du das erreichen kannst. Und es geht wirklich darum, wenn du klar weißt, was du willst, wenn du klar weißt, was du willst und entschlossen bist, wirklich auch daran zu arbeiten, dann wird der Universum oder natürlich dein Geist, dein Unterbewusstsein auch wirklich dir Wege oder Menschen schicken, zum Beispiel Menschen wie mich in dein Leben schicken, was du vielleicht vorher auch gar nicht gesehen hast oder den Mehrwert auch vielleicht gar nicht erkannt hast. Und wirklich eine Entscheidung zu treffen, ist wirklich ein kraftvolles Werkzeug und das setzt den richtigen Richtung in den richtigen Schritt, also zum Ziel. Und oft scheitern Menschen nicht, weil sie keine Fähigkeit haben, dass sie keine Talente haben, sondern weil sie keine Entscheidung treffen. Oft gehen auch Beziehungen kaputt, weil man nicht für die Beziehung eine Entscheidung trifft, sondern weil man sich nicht festlegen kann. Also kennst du vielleicht auch diesen Spruch, also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, ja? Und lerne auch wirklich für dich in deinem Leben mutige Entscheidungen zu treffen und auch wenn wirklich der Weg ins Ungewisse führt, vertrau wirklich da auf dein Gefühl und es ist wirklich die Fähigkeit auch zu deinen Träumen Ja zu sagen und Nein zu Ablenkung, Nein zu deinem Gehirn, zu deinem kleinen inneren Teufelchen, zu diesem inneren Saboteur, der dir sagt, schaffst du auch alleine, nee, das brauchst du nicht, nee, warum? Also all das, schick es weg, sag Nein und sag Ja zu dir, die Entscheidung wirklich letztendlich, die dich zum Erfolg führt. Und jede Entscheidung bringt dich näher oder weiter vom Ziel oder entfernt dich in gewisser Art und Weise. Mein Rat an dich, wähle weise. Ich freue mich auf dich. Die Kontaktdaten findest du unter dem Video. Und ich sage Danke und auf in ein neues. Bis bald.